Hammergeil, dass ihr eingeschaltet habt, ihr kleinen Schnittchen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Space 3 und mal eben kurz das Menü verlassen. Nee, der labert mir sonst dazwischen. Hammergeil, dass ihr eingeschaltet habt auf jeden Fall und ja, es ist Sonntag. Ja, oh mein Gott, es ist ein chilliger Sonntag nach dem krass geilen Livestream, den wir hatten. Hat super viel Spaß gemacht und die Rückfahrt war auf jeden Fall hammer anstrengend. Bin immer noch müde, ja. Aber das soll mich nicht davon abhalten, eine geile Runde Dead Space zu spielen. Und deine Mama ist auch ein Teil von mir, ja? Auf jeden Fall hab ich in den Kommentaren natürlich fleißig gelesen wieder. Und was habe ich gelesen? Ja, was habe ich gelesen? Man kann den Zoom von diesem geilen Scharfschützengewehr runtermachen. Machen wir natürlich auch sofort, ja? Weil da vorne haben wir schon so eine Werkbank gesehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass mich hier nicht irgend so ein Viech anfällt. Was ist das denn hier? Munitionsclip, ja? Und da ist auf jeden Fall schon der Platz für irgendwelche Viecher hier reinzustürmen. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal noch nicht passiert, weil ich, vor allen Dingen, fällt mir gerade ein, wir haben gar kein Maschinengewehr oder sowas, ne? Also wenn so viele Gegner kommen, dann ist das ziemlich schlecht, generell. Naja. Ich habe mittlerweile 331 Wolfram, habe ich das richtig gesehen? Oh ja, wir haben 331 davon. Heißt, wir machen uns auf jeden Fall so eine Torx-Stange. Man weiß es ja nie. Medipacks habe ich noch. Munition können wir uns auch nochmal machen. So. Und ja. Modifizieren. So. Da! Zielfernrohr mit vollem Zoom. Alter. Auf jeden Fall Erweiterung 1 entfernen. Weg damit, ey. Das geht ja gar nicht. Ha! Hammer fett, jetzt kann ich damit auch so schießen. Jetzt ist das so eine Single-Shot, alles in Arschmachwaffe. Und was haben wir da drunter? Eine Pumpgun, ne? Eigentlich könnten wir einen Repetierer draufpacken. Fände ich besser. Was ist ein Schienenbeschleuniger? Ach so, da. Er schafft ein vollautomatisch Gewehr mit plötzlich. Aber her damit. Okay, jetzt packen wir hier natürlich nochmal derbe Schaden drauf, weil wir da jetzt das Maschinengewehr drauf haben. Plus 2 Schaden, plus 1. Alter, leck mich, ja. Ne, nicht Feuerrate hinzufügen, Schaden hinzufügen. Plus 2 nachladen. Also Clip ist groß, nachladen ist auch gut, Tempo ist auch gut. Ich würde auch mal sagen, wir könnten dann theoretisch gesehen nachladen nochmal erhöhen, ne? Und hier packen wir auch nochmal Schaden drauf. Plus 1 Feuerrate, plus 1 Schaden. Ja, oder? Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Was ist denn da jetzt gerade drauf? Plus 2 Nachladen, plus 1 Clip. Ne, ich will Schaden drauf haben. Tut mir furchtbar leid. Aber dann will ich wenigstens plus 1 Schaden, plus 1 Clip. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Hammer geil, jetzt haben wir ein Scharfschützengewehr, also das heißt Scharfschützengewehr ist es jetzt nicht mehr wirklich, aber wir haben zumindest so eine richtig geile Single-Shot auf den Arschhau-Waffe, ja. Und doch, der Schadensboost ist tatsächlich drauf. Hammer nice. Sehr schön. Wunderbar, was haben wir noch in unserem Tresor liegen? Oh! Ich glaube, ich könnte nochmal ein paar mittlere Medipacks machen. So. Man weiß es ja nie, ne? Man weiß ja nie, was einen erwartet. Und wir verbrauchen jetzt erstmal dann noch diese Dinger hier. Ich habe übrigens auch in den Kommentaren gelesen, von wegen hier, ich soll diese Platinen verkaufen. Weil, da würde ich voll den geilen, voll viel Stuff für kriegen. Frage ist jetzt, wie verkaufe ich die? Also, ich stelle Verbrauchsartikel her und teile oder verkaufe sie. Ja. Also ich weiß jetzt erst ehrlich gesagt nicht, wie ich die verkaufe. Gucke ich nochmal nachher rein. Ist jetzt auch erstmal Wurst, ja? Wir haben jetzt erstmal... Jawohl, hammer nice. Hammer nice. 5 Schuss in unserer dicken, geilen, Sniper, supergeilen Waffe hier. Und 26 Schuss im... Jawohl, so will ich das sehen. So will ich das sehen. Aber viel Schuss haben wir damit. Oh, 494 Schuss habe ich damit. Sehr nice. Okay, muss ich nicht hier jetzt noch irgendwie so ein Teil hier wegschicken? So ein Rosetta-Scheibchen?
Oh. Oh, Medipack-Mittel. Oh, was ist das denn da Schönes? Schlüsselkarte zur Mülldeponie. Ja, immer her damit, ne? Wolfram, 22 Wolfram. Oh, guck mal, da haben wir sogar schon direkt unsere Torkstange müssen wir. Können wir direkt schon noch eine neue bauen danach. In Bearbeitung. So, was finden wir denn hier Schönes? Heißer Tod. Okay, was ist denn das? Heißer Tod. Ach so, das ist ein Bauplan für eine Waffe. Okay. Da haben wir noch ein mittleres Medipack. Oh, hier haben wir ganz viele Dingens hier. So. Okay, Ehrenwandler. Okay, das war noch... Ja, was ist das denn hier? Earth-Guff-Rahmen. Okay. Wunderschön. Kompakter Earth-Governor. Wir könnten eigentlich mal gucken, was der macht. Wir müssen uns ja noch eine neue Torx-Stange bauen. Also nochmal zurück zur Werkbank. Und abchecken, was dieser Earth-Government-Rahmen kann. Vielleicht ist der voll gut und so. Vellas-Kompakt-Rahmen. Okay, der macht nur ein höheres Tempo. Aber weniger nachladen. Nee. Ah! Ich wollte mir noch so ein komisches Ding machen. Ah! Bin auch schon wieder zerstreut heute. So. Hier. Torx-Stange können wir uns eigentlich auch direkt mal zwei machen, weißt du? Dann müssen wir nicht ständig da hinrennen. Nachher finden wir einfach mal zwei Räume, ja? So, weiter geht's hier. So. Könnte mal lauter machen hier. Ich höre fast gar nichts. So. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, ja? Morgen ist ja schon wieder Montag. Morgen geht der Ernst des Lebens wieder los. Öderweise. Aber so ist das halt, ne? Wochenenden sind halt immer recht kurz. Kann ich euch nicht nehmen? Doch. Okay, das sollte ich jetzt vielleicht nicht so zwingend durchlaufen, habe ich jetzt das Gefühl. Aber geil. Ah, da kriege ich das Teil her. Okay, wunderbar. Ah, ich wusste es! Ich wusste, dass das Teil da auf der anderen Seite ist, ey, ihr Schweine. Und jetzt ist es da wieder. Ah! So, da kommen sie gleich wieder raus. Standardmäßig. Oh, warte mal. So, hier kann ich meinen kleinen Bot nochmal absetzen. Sehr schön, mal schon wieder Ressourcen sammeln. Oh! 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 Was? Ich sehe da gar nichts. Okay. So. Das ist aber ein heißes Tänzchen hier, ey. Leck mich am Arsch. So. Okay, das ist das letzte Stück. Gut. Kommst du dann jetzt zurück? Ja, bin bald da. Okay. Die Frage ist jetzt, warum gehen die hin und beschützen nur so ein komisches Teil da? Ich frag mich mal ganz ehrlich, ne? Warum, ja, sind diese ganzen Scheibchen von Rosetta so krass verteilt, ja? Erstmal das. Und warum sind die so krass beschützt mit so einem Laserkram und so? Ich meine, entschuldige mal bitte, was soll das? Ja? Und warum muss ich Isaac... Alter, wie die einfach mit einem One-Hit down sind, ey. Das ist so geil mit der Waffe. Geben Sie auf, Isaac. Sie kommt da nicht mehr lebend raus. Halten Sie's Maul, Danik. Ja, lächerlich, würde ich mal sagen, ne? Wir sind bei einem One-Hit down, Mama. Geil, ey. Weißt du was? Ich habe jetzt voll Bock, mir noch mehr Muni zu machen. Ohne Spaß, ich mache mir jetzt noch mehr Muni. So, komm, hier. So, jetzt geht's richtig ab, ey. Jetzt geht's richtig ab. Meine Anzüge sind sowieso fast voll. Da brauche ich hier kein Altmetall mehr für. Ja?
Und da will ich immer ein bisschen Munition haben. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Perfekt. Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, jetzt haben wir alle Rosetta-Teile. Ja? Also... Oh, nee. Was ist das denn da? Achso, das ist so ein eingefrorenes Viech. Okay. Vielleicht platzen die jetzt gleich aus dem Eis raus. Kann ja natürlich auch sein, wa? Ich hoffe es... What? Oh! Ein Artefakt! Guck mal, haben wir vorhin übersehen. Uncool. Ja, wunderbar. Hier können wir noch unseren Bot absetzen. Da haben wir schon zwei Bots unterwegs. Ja, sehr nice. Hier können wir da schön Altmetall sammeln für Munition. Ja, okay. Den Rest können wir jetzt auch sprinten. Ellie, woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du rausgefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Ja, vermutlich haben sie magnetomische forensische Neurologie eingebettet, die einen in dem Codex gespeicherten Datenstrom produziert. Als hätten sie die Codes für die Maschine direkt aus ihrem Gehirn geholt. Kommt mir bekannt vor. Zumindest haben sie ihr nicht das Auge rausgestochen. Vielleicht da. So, ich hoffe mal, die Facecam ist nicht allzu dunkel. Aber es leuchtet gerade wieder mega Licht hier rein und das ist ein bisschen schwierig. Was ist denn das da oben? Ach, eine Lampe. Okay. Ich muss doch auch hier rein, oder? Ich muss gar nicht hier rein. Aber ich habe einen Schlüssel zur Mülldeponie gekriegt. Warte mal, ich kann doch... Kann ich jetzt mit J durchschalten? Zum Rosette. Das Munitionslager im Waffenarsenal schützen. Das Vorratslager und die Mülldeponie erkunden. Oh, das sind alles hier noch Nebenmissionen. Ah, oh, was? Nicht im Ernst. Okay. Hammer nice. Ja, natürlich erkunden wir jetzt noch die Mülldeponie. Hallo? Und dafür haben wir den Schlüssel doch gekriegt. Ja, also. Zumindest an der Nebenmission wollen wir nicht vorbeirennen. Oh, eine Anzugstation. Oh, und eine Bank. Ich frag mich ja. Ich habe ja in den letzten Kommentaren ständig gelesen. Hardy, du hast einen neuen Anzug bekommen. Also super viele Kommentare. Frage ich euch ja, was für ein Anzug denn? Ich meine, den Lego Ness Anzug habe ich doch schon längst angezogen. Ich meine, wo ist denn das Problem? Ich habe doch einen Anzug. Ich habe keinen neuen Anzug gekriegt. Ich habe den Lego Ness Anzug so schon längst angelegt. So, Panzerung können wir nochmal erhöhen. Ja, dafür haben wir leider nicht genug Halbleiter, aber die sammeln wir. Also, da fehlen uns gar nicht mehr so viele. Stase. Boah, wir können eigentlich nochmal die Dauer von der Stase erhöhen, ne? Machen wir auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Ach ja, mit Chinesen und so, ne? Nee. Stase, Dauer erhöhen ist immer gut. So. Also, hier ist also die Mülldeponie, ja? Muss ich jetzt mit diesem Ding fahren? Oh, tatsächlich. Aber erstmal noch Stuff sammeln. Hier wir haben nämlich noch genug Stuff am Start. Da ist noch Halbleiter. Immer noch mehr Halbleiter. Sehr gut. Und ich muss... Ich muss runterfahren? Wieso muss ich denn nicht mit dem Ding fahren? Kann ich denn damit überhaupt fahren? Waffenarsenal. Aha. Aha. Heißt also, mit dem Ding kann ich zu den Nebenmissionen fahren. Hammergeil. Das machen wir doch gleich mal. Aber erst machen wir die Mülldeponie hier. Weil, wer weiß, was da noch am geilen Zeugs hier am Start ist, ne? Man weiß es ja nie. Vielleicht noch, optionale Mission, Mülldeponie. Wunderbar. Bin mal gespannt, was jetzt hier für Viecher hier an den Start kommen. Okay, hier erstmal noch nix. Was?
alles bergen, was die Säuberung wahrscheinlich. Alter, ich schieß daneben, ey. Was ist denn hier los? Nein! Ah, voll viele! Alter, lass mich doch mal hier raus, ihr behinderten Spastis! Du fickgesichtiger Mongo, jetzt gib's aber auf die Fresse hier! Alter, der kriegt sogar noch ohne Kopf weiter! Ich finde das voll assi, dass die auch immer direkt neben mir da rausgesprungen kommen müssen, meine Nase. Ah! Ich habe natürlich keine Stase benutzt, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Da ist noch Zeugs. So. Na komm. Mittleres Medipack, Mama. Aber fett, da ist noch ein Textlog. Was kann denn der Textlog? Oh, Entsorgung gemäß ihrer Befindlichkeit. Okay, hammer geil. Hier ist nichts mehr? Hier ist nichts mehr? Nein? Schön. Wunderschön. Aber ich muss ja sagen, schnell schießen kann das Ding jetzt nicht unbedingt. Weil... Ja, kein Problem, würde ich mal sagen, ne? Was? Oh, noch ein mittleres Medipack. Ja, immer her damit, ne? Standard. Je mehr, desto besser. Ich hoffe mal, wir kriegen hier wenigstens noch ein paar geile Sachen. Also ich finde ein bisschen wenig Endgegner. Ich finde, selbst bei so einer optionalen Mission sollte am Ende irgendwie so ein Zwischengegner, so ein Teil, irgendwie so ein Mutant oder so ein übelster Mutant warten, anstatt dass ich hier mit Gegnern wieder überhäuft werde. Das finde ich ist ein bisschen lame. Aber naja, ne, machst du nix. So. Ah! Alter, hau mich doch nicht! Boah, sind die schnell, ey, das ist der Hammer. Wartet jetzt! Alter, wie viel Munition ich hier verpuste, das ist der Wahnsinn. Und wieder ein Medipack, hammer geil. Wie wär's noch ein bisschen Munition? Ich werde hier mit Medipacks zugeschüttet, aber krieg keine Muni. Oh, da ist noch eins! Meine Güte. So. Alles klar. Ich bin gespannt, wie lange das hier noch geht. Da kommt jetzt nur noch plötzlich auch wieder was. Okay, vielleicht auch nicht. Oh, was ist das denn da Schönes? Ach, so ein Apparillo für den Strom. Okay. Kurzschluss! Boah, jetzt wird's aber... Alter! Ah, nein! Ich muss hier das Ding machen! So. Da ist noch einer. Und da kommt jetzt noch einer. Noch einer. Das ist ja so typisch die Sonne, wa? Ich bin die Sonne! Ich komme hart, komm nicht raus! Ah! Oh Mann, ey! Die Waffe ist einfach zu langsam zum Nahkampf. Boah, wie der auch einfach nicht stirbt! Ja, wieso tötet er mich denn? Ich hab doch eh gedrückt! Alter, wofür drück ich denn eh? Hör, willst du mich verarschen oder was? Boah, diese Sonne geht mir so auf die Eier.
Okay, Leute, tut mir furchtbar leid wegen der Sonne, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Das ist jetzt. Jetzt will sie gerade richtig loslegen. Scheiß Elite, Motherfucker, ey. Alter, wie die Stase hält doch überhaupt nicht lange, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Jetzt verpiss dich einfach nur. Die Stase hält ja überhaupt nichts aus. Wofür habe ich die überhaupt hochgepusht? Die kann ja nichts, kann die. So. Muss mich hier schon wieder aufregen, ey. So, die Endwandler, ja. Automatisches Ziel, das. Ah, jetzt muss ich da runterklettern. Oh, nee, das will ich aber gar nicht. Ah, nee, ich muss da rüber. Aber wie mache ich das denn? Da unten ist bestimmt irgendwas, womit ich die Brücke jetzt instand setzen muss. Hammer geil, ey. Jetzt gucken wir aber erstmal wieder die Viechers an. Jetzt wird's wieder dunkel. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Ja, was ist denn das? So. Scheiß Sonne. Ohne Spaß. So. So hat mich schon lange nicht mehr genervt. Aber ich habe also leider keine Zeit gehabt, abends aufzunehmen. Sonst hätte ich das nämlich gemacht, dann hätten wir das Problem nicht gehabt. Oh, oh, jetzt geht's hier wieder los. Jetzt geht's hier aber wieder los. Puh. So. Wo ist denn das Ausgangssignal? Ach, das ist eigentlich... Okay, warte. Okay. So. Alter, ich bin doch gerade am Rätseln hier. Was soll das denn? Alter. Alter, ich wollte mich doch echt verarschen, wa? Wo sind wir denn hier? Was ist das? Wieso kann ich hier nicht einfach ganz normal mal mein Rätsel lösen, hä? Alter, wie viel die aushalten? Das ist doch echt nicht normal! Alter, wie viele kommen denn da noch? Mein Gott, ey, das ist doch ein Witz, ist das! Alter, das ist doch ein Scherz, ey! Die sterben nicht! Alter, das wollt ihr mich verarschen? Verfickte Mongos, ey! Alter, wie wenig. Ich habe fast keine Money mehr mit dem Ding. Wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Meine Güte, ohne Spaß, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Bin ich noch hell genug? Ja, einigermaßen. 74 Schuss noch, ey. Ich hatte mal mehr. Boah, noch zwei. Alter, ganz ehrlich, lohnt sich der Aufwand überhaupt, hier durchzurennen? Ich meine, hier verballere ich so viel Munition und verheiz so viele Medipacks. Ich meine, was kriege ich denn gleich dafür? Wahrscheinlich voll den Bullshit. Oh, ich darf mich nicht so viel aufregen. Ich habe Kopfschmerzen, ey. Entschuldigung, mit meinem Plasma-Cutter macht doch voll den Mega-Damage gerade. Vielleicht sollte ich jetzt offline mal so ein bisschen rumprobieren, weil es zu viel Waffen gibt. Weil ich habe das Gefühl, irgendwie, ja, keine Ahnung, komme ich mit dem Plasma-Cutter nicht mehr so weit, wie ich das gerne hätte. Jetzt kommen hier wahrscheinlich auch wieder 3000...
Ach, jetzt auch noch die, ey. Dafür habe ich mein Maschinengewehr dabei. Fick dich! Du Nutte! Ach, hau ab doch! Oh, ich habe Wolfram fallen lassen, Mama. Alter, nur noch 28 Schuss damit. Scheiße. Mein Gott. Wartet jetzt. Boah, wann ist denn mal hier Ende mit der Mülldeponie? Ich meine, ich renne durch irgendwelche Gänge durch und... Oh, Mann. Ich dachte schon, ey. Oh ne, jetzt kommt... Ah! Oh Mann, ey, jetzt geht die Scheiße wieder los hier. Oh Mann, ey, komm, wie viele da kommen, das ist ja der Wahnsinn. Der Hammer, ey. Das ist einfach der Hammer. Alter. 10 Schuss noch und 18 Schuss damit noch. Ja, genau. Auf jeden Fall, ey. So, Bank. Alter Schwede, ey. Zwei Sucherbots sind zurückgekehrt. Ja, hammer nice. Ich brauche Munition, ohne Spaß. Ja. Krass, ey, wie viel Ressourcen mich die Scheiße kostet. Ich habe jetzt schon kein Altmetall mehr, weil ich einfach Munition brauche. Wie viel... Boah, wir haben schon über eine halbe Stunde, ey. Alter Schwatter. Und ich weiß noch nicht, wann das Ende hier am Start ist. Weil ich kann jetzt auch nicht mal eben speichern. Oder mal eben Ende machen, weil ich habe ja nicht gespeichert. Warte mal dann. Ja, kann sein, dass die Folge dann heute später gekommen ist. Tut mir furchtbar leid. Oh Mann, jetzt geht das schon wieder los, ey. Alter! Boah. Boah, wieso? Wieso sterben die denn mal nicht? Was muss ich denn alles abtrennen, ey? Meine Fresse, ey. Alter, die da. Hallo? Ich will nicht mehr zielen. Wieso zielt der noch? Hallo? Bug? Das ist ein Bug. Ohne Spaß, ich will gar nicht mehr zielen. Ich drück gar nichts mehr. Hier, der zielt einfach. Junge, habe ich ihm eine Taste gedrückt? Ah, ich habe schon wieder so wenig Munition, ey. Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Ich kann auch mein Ziel nicht mehr drücken.
Ich kann, also ich kann... Wieso zielt der denn jetzt die ganze Zeit? Hier. Talkstange. Textlog. Alter. So, öffne dich, öffne dich. Ist gerade voll buggy, ohne Spaß. Zielfernrohr mit... Ja, super. Wer braucht denn Zielfernrohr in dem Spiel? Ohne Spaß. Ich kann auch nicht rennen. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ohne Spaß. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich da rein oder da rein muss. Hier kann ich meinen Bot noch absetzen. Aber hier geht's auch scheinbar nicht weiter. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal eine Pause machen, ja? Also dann werde ich nachher weiterspielen müssen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen, ja? Und seid morgen um 18:30 Uhr wieder dabei, wenn es wieder heißt Dead Space HD. Miau! Der HD einfach geil ist. Geil ist, geil. Der HD einfach geil ist. Geil ist, geil. Der HD einfach geil ist. Geil ist, geil.